Hey ho und willkommen zu einer neuen Episode von One Piece Pirate Warriors 2. Na, wir haben die Freund-Episode von Marco hinter uns und verbinde schneller, keine Rettungsversuche. Nein, danke schön, Freund-Episode. Und interessant, Log von Vista freigespielt. Aber wir spielen jetzt den Log von Kusan. Empfohlener Level ist hier der 14. Schwierigkeitsgrad ist immer noch auf normal, so wollen wir es haben, also nehmen wir. Und hier sind die empfohlenen Charaktere Zoro und Sanji. Mit Sanji habe ich sogar noch nie gespielt gehabt, das ist ja hochinteressant. Barry wächst Nummer 14, ist ganz klar, dass ich mich hier für Sanji entscheide. Ja. Alles klar. Los geht's, für die Ladies. Aokiji entschied sich, Ruffy und den anderen beizutreten. Aokiji war sich aber nicht sicher, ob die anderen auf einer ähnlichen Stufe kämpfen konnten wie er selbst. Ich werde mich eurer Fähigkeiten bedienen, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ihr drauf habt. Wenn wir Seite an Seite kämpfen sollen, dann besiegt mich einmal klar und deutlich. Na gut, blauer Fasan. Oder ex-blauer Fasan. So, besiege Cousin. Erste Anweisung, besiege alle feindlichen Truppenanführer. Das kriegen wir doch hin. Erstmal die Kampfvorbereitung. So, irgendwie willkürlich irgendwelche Münzen, Reiner. So, hier wieder willkürlich. Zack, zack. Haben wir noch hier irgendwas mit Gold? Nee, schade. Dann brauche ich für die Verteidigung eine Silbermünze. Nehmen wir das Lapport. Ja. Fähigkeiten auswählen habe ich nur eine einzige. Okay, dann weiß ich ganz genau, welche ich nehme. Und das ist... Sag schon, das mit Schildern leichter zerdeppern. Das finde ich so unglaublich wichtig. Wo ist das? Hier, haha. Und Freund auswählen, stimmt, Nami. Ah, das ist ärgerlich. Gut, nehmen wir. Kampfinformation, Ruffy wird besiegt oder die verbündete Basis wird eingenommen, alles klar. Und wahrscheinlich über Rang S, jopp. Dann beginnen wir mit der Schlacht. Ja, dann legen wir mal langsam los. Attacke! Schalte den feindlichen Truppenanführer aus. Geht klar. Der Effekt des Ortes Ostfestung wurde aktiviert. So, wir sind hier aufräumt. Macht Platz. Ja, ja. Alles aktiv von mir aus. Versucht es nur. Da, der Piratenkapitän. Schöner Regenbogen bei dem Viereck-Kombo. Aber gucken wir uns nun die drei, komm an. Okay, die ist nicht anders wie bei Pirate Wars 1. Aber dieser Regenbogenschlag oder so, keine Ahnung wie man das nennt. So, diese Farben, das sieht einfach geil aus. Die R2-Technik ist schick. Da kann man ja immer noch diese Kombo machen wie beim ersten Teil. Immer diese Dreieck zum Wirbel und dann die R2-Technik. Die ist OP. Sollte OP sein. Gucken wir uns die Special an. Ja, hat sich nicht viel verändert, abgesehen davon, dass es einfach nur cooler aussieht. Gleich nochmal. Jupp. Das sieht einfach nur monströs cool aus. Versuchen wir mal die... Na, komm schon. Ins Gebiet zu locken. Dann können wir nämlich hier auch ein bisschen... anfangen, die Gebiete zu... Aua! Zu erobern. Erstmal will ich die Schatztruhe öffnen. Ne Münze, wunderbar. Ja, Starnation! Oh ja, Mann, das sieht bei Sanji ja richtig geil aus mit dem Rot.
So ungefähr, ob er diese Diablo-Technik im ganzen Körper hätte, ey. Richtig Hammer. Und Nami Swan! Zack, 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 Gorilla-Kommandant, du bist erledigt. Kommen wir zu den nächsten. Wo ist er? Da ist er. Yeah, haha, das hätten wir auch erledigt. Lecker. Und schon habe ich meine Style-Action wieder voll. Erstmal die Schatztruhe öffnen. Genau. Und zurück zum Gebiet. Lass mich durch, ihr Pfeifen. Okay, die zweite Special-Technik habe ich noch nicht freigespielt. Mit, nicht Level 14, mit Level 24 war das. Da kriegt man die zweite Special, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber erstmal wieder die Style-Action. Hey, der, wie habe ich das gemacht? Das war der Moon, sag schon. In der Luft springen, Moonwalk, oder Airwalk, oder, kannt uns. Wie habe ich das gemacht? Ich will das nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich muss gleich mal nochmal die Kombos testen hier. Ich fahre aber ein bisschen noch mit Nami Swan kämpfen. Komm her, Gorilla-Kommandant. Wo ist der Anführer? Wo ist der Anführer? Da ist der Anführer. Au, au. Viereck, Viereck, Viereck und Dreieck. Kommt nichts. Okay, Viereck, Viereck. Komm schon. Viereck, Viereck. Ah! Viereck, Viereck. Okay, dann macht er nur diese Technik. Wie habe ich das gemacht? Viereck, Dreieck. Nein, dann kommt das. Bei 3x4 habe ich noch keine Kombo freigespielt. Wie habe ich das gemacht? Ich will das jetzt wissen. Ach, Anführer, stirb! Gut durch, Grillschuss! Das Territorium ist unseres! Na? Nein, das war's auch nicht. Oh, Smoker! Hier brauche ich mein Wort! Smoker bewegt sich auf Ruffy zu. Das weiß ich zu verhindern. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Style Action. Na, komm schon. Irgendwie aufladen, dass ich Nami Swan... Ja, ich kann Nami Swan holen. Wenn ich möchte. Au, au. Komm her, Smoker. So gut wie gar kein Damage, aber na gut. Dann macht's umso mehr Spaß. Da, 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 da. Na los, Smoker. Nicht schlapp machen. Oh, treffe ich ihn überhaupt? Naja, ein bisschen. Ey, der lässt sich auch nicht ablenken von seiner Mission. Bleib stehen! Nein, komm mal geschlagen. Da war es wieder! Wie habe ich das gemacht? Warte mal. Ich habe die 4-Kombo beendet und dann die R2-Technik gedrückt. Und diesmal kam nichts. Alter, mein Leben. Ach Mann, wie hab ich das gemacht? Ach, Smoker verpisst sich schon wieder. Das muss ich verhindern. Bleib stehen. Oh, nein, 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 mein Leben. Smoker, wo bist du?
Na gut. Kurz ignorieren, kurz ignorieren. Und nicht ignorieren. Mein Leben ist voll. Da war es wieder. Okay, das heißt, im richtigen Moment, wenn die 4-Kombo beendet ist, muss ich die R2-Technik drücken. Oder wie habe ich das geschafft? Verdammt! Ich wollte eigentlich noch Nami beschwören, aber leider ein Tick zu spät. Wo ist Smoker? Ja, du entkommst mir nicht. Oh Gott, ich glaube, die Special geht voll daneben. Ja, voll daneben. Junge, der macht echt krassen Damage. Jetzt bleib stehen! Oder willst du mir damit sagen, dass ich kein würdiger Gegner bin, hä? Tja. Hab ich dir gerade das Gegenteil bewiesen. Ich hab dich besiegt. Okay, das mit dem Moonwalk nicht hin, ey. Keine Ahnung. Moonwalk. Warum sag ich das eigentlich denn nicht? Oh, Brook. Die Schlacht wird ja sogar noch sehr interessant. So. Bevor ich mich um die zwei kümmere, ich muss noch zwei feindliche Truppenanführer besiegen. Ich weiß nicht, ob diese Gorilla-Kommandanten damit gemeint sind, aber ich besiege die jetzt einfach mal ganz kurz. Gut durchgeschoss! Erledigt! Radpfannen, Spektrum, irgendwas. Okay, der war damit nicht gemeint. Also ist der auch nicht gemeint. Aber weil er so wenig Leben hat, mache ich es trotzdem noch. Komm schon. Gut, erledigt. Dann besiegen wir nun die gelbe Truppeneinheit. Die darf Ruffy nicht zu nahe kommen. So, leer auf dem Platz hier. Dein Base-Kommandant, da er schon so wenig Leben hat. Toll, er ist gerade in den gelben Bereich rübergekommen. Egal. Da, Brook, hallo. Was geht, mein Freund? Gut, dann komm her. Na? Beweg dich mal weniger, Brook. Du nervst. Gut, Nami Swan kann ich zwar jetzt nicht damit beschwören, aber egal. Wie, Nami steht kurz vorm Rückzug. Wie soll ich jetzt auf die Schnelle da... Ah, du Scheiße. Hier sind ja beide. Gleich nochmal. Ich lasse euch erstmal passieren, denn ich habe ein bisschen wenig Leben. Und ich habe hier eine Kiste gesehen. Ja, Tee, super. Oh, die rücken verdächtig nah. Nami, ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Zumindest nicht jetzt. Mach mal Platz. Was ist die einzige gottverdammte Kiste hier? Okay, Ruffy, ich zähle auf dein Können. Ich hoffe, wir beide schaffen es, die zu besiegen. Naja, Brook hat nicht mehr viel. Oh, ich aber auch nicht.
Ja, Brook wurde besiegt. Ich hoffe, nein, er hinterlässt mir nur eine simple Münze. So. Wo ist Marco? Da hinten. Marco. So, ich muss kurz das Gebiet verlassen. Ruffy, bitte halte durch. Hier muss doch irgendwo noch eine Schatzkiste sein. Wo ich irgendwie ein saftiges Steak finde oder sowas. Komm schon. Komm schon. Da! Komm, gib mir aber auch irgendwas zu. Na, nein, natürlich. SP! So, Nami. Wenn ich schon hier bin, bitteschön. Ach, come on! Ah, das ist auch nur für SP. Ich brauch Bier. Gar nicht Bier, war gerade. Ich brauch Steak. Fleisch. Taurusfleisch oder sowas. Hier ist, glaube ich, auch nichts, oder? Ruffy? Okay, du hast noch genug. Upsala, einmal Kreis zu viel gedrückt. Oh, ich krieg die Krise. Ach, warte mal. Was war das? Okay, Markus hier in der Nähe. Wahrscheinlich voll daneben. Versuchen wir ein bisschen damit zu kämpfen. Lauf. Sorry, aber nein, lauf. Das war um... Ach, ist breite. Kisten. Irgendwo ein Stück Fleisch. Da sehe ich zwar eine Schatztruhe, aber das hilft mir nicht. Da sah ich was. Aha. Und wehe, wenn das kein Steak ist. Ja! So, Marco. Jetzt kriegst du eine Schelle hier. Die Mission wird definitiv nicht mit einem A-Rang oder sowas ausgehen. Aber egal. Dafür macht die Mission Spaß. Oh, ich zeige dir die Power von Star Action. Ein Piratenkapitän ist hier aufgekreuzt. Was macht der denn hier? Ah, ein bisschen voll hier mit irgendwelchen Leuten, Alter. Macht Platz. Ah! Und schon wieder eine Special-Technik, die voll ins Leere geht. Oh. Da habe ich den Zorn des Phönix gespürt gerade. Gut gemacht, Ruffy. Und schon ist wieder mein Leben für den Arsch. Vielleicht gibt mir ja der Piratenkapitän etwas. Ach, Nami, schon wieder. Nein, natürlich nicht. So, ich versuche hier jetzt mal ein bisschen Style Action so aufzufüllen, dass ich Nami beschwören kann. Vielleicht
bringt mich das weiter. Und ich sehe gerade mein Leben. Komm schon. Nein, nein. Ach, goddammit. Marco hat nicht mehr viel, aber ich kann nicht viel ausrichten. Das ist so das Problem gerade. An den kleinen Fischen meine SP-Anzeige füllen. Marco hat ja echt nicht mehr viel, aber ich habe Angst. Na, komm. Na, weg hier. Spannend, spannend. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Und eine verdammte Münze nur. Ich brauche ein Steak. Schon wieder. Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Match. Sehr spannende Runde hier. Wenn ich aber nicht gleich was zu essen kriege, dann wird's kritisch. Bringt mir nix. Da ist noch was. Bringt mir auch nichts. Alter! Nicht, dass ich jetzt wegen so einem scheiß Gorilla-Kommandant hier verrecke. Und Nami Swan, du bist dran. Na, komm, verreck endlich. Geht doch. Doch, hat irgendjemand Leben für mich? Nein? Oh Mann. Gut, gehe ich hier mal die Straße weiter. Es muss doch etwas geben. Und ich euch mein Leben auffüllen kann. Jawoll. So, Start Action. Sanji ist wieder da. Back to Action. Einer erledigt. Und der zweite dürfte auch gleich erledigt sein. Na? Ende dich! Mission abgeschlossen! Da war ja was. Schaut nur, was ihr angerichtet habt. Puh. Da ist er ja! Erstmal haben wir diesen Anführer besiegen. Ach, wie ich das hasse. Autsch. Oh, dieses Territorium ist meins. Verstanden? Genauso wie das da unten. Das Gelbe. Das nehme ich jetzt auch ein. Ist ja nicht mehr viel. Oh, Star Action.
Nein, Nami wurde besiegt. Aber Nami ist doch hier. Nein. Okay, der war schlecht. Na, Ostplatz. Ach, komm schon. Wann kommt der Arm vorüber? Hier irgendwo ist er. Da ist er. Na los, zeig mir, was du kannst. Hoffentlich besiege ich ihn jetzt mit dem Grillschuss. Ja, Mann, das ging durch. Na gut, Cousin. Jetzt bist du an der Reihe. Hey, Gorilla-Kommandant. Oh, ich gehe gerade, glaube ich, ein bisschen falsch. Welche Schatzkisten noch? Nein, normale Truhen. Hm, alles klar. Hey, Cousin, was geht? Hätt's wohl gern gehabt, Piratenkapitän, hä? Nami ist dran. Oh, da habe ich auch den Steak eingesammelt. Das hätte ich mir aber viel lieber für später aufgehoben. Aber egal. Wollen wir noch das Gebiet erobern? Oder versuchen zumindest. Geil. Ist jetzt special, im Hintergrund explodiert irgendwas. Das ist auch schön mit anzusehen. Cousin! Aua. Ist aber nicht nett. Hör auf, mich mit deinen Eispämmeln anzugreifen, die nebenbei Damage machen. Na, da hast du gedacht. Was, Cousin? Da hast du gedacht. Aber so einfach lass mich nicht treffen. Und das ging voll daneben. Anführer, Anführer, Anführer. Nein. Du. Komm schon, du hast nicht mehr viel. Ich will dieses Gebiet erobert haben. Gleich nochmal! Der Grillschuss des Todes! Boah, Hilfe! Verwandle dich zurück! Nein! Nein, 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 nein! Ah! Wie auch immer ich das ausgewichen bin! Es wird nochmal! Special!
Das Bier kam, wie gerufen. Nein. Ach, goddammit. So, mein Style-Action nehme ich mir auf, wenn er sich verwandelt. Ansonsten wäre das Verschwendung. Ich habe ihn gleich, komm schon. Das ist. Es ist soweit. Das kann ich auch. Ja! Und der Sieg ist mein. Na, dann wollen wir essen. Für jeden. Jo. Bewertung C. Das, sowas habe ich schon erwartet. Das hat ja echt lange gedauert, die Mission. War auch als empfohlener Level sehr schwierig. Was mich stärker gemacht hat, das war... Ah, ist das dieser Steckbrief von ihm? Nein, Bild von Ami, die Macht der Liebe. Ist das geil. Klar, wäre ich jetzt ein paar Level höher gewesen, dann wäre die Mission Pillepalle. Aber so? Ja, das hat echt Spaß gemacht. Hey, 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 nicht schlecht. Wenn das eure Fähigkeiten sind, dann werden wir keine Probleme haben. Auf jeden. Probleme sind nicht gut. Hey, und Level 15. Sanji hat einen Slot bekommen. Wunderbar. Nami ist auf Max. So wollen wir das haben. Ein paar neue Münzen dazwischen. Sehr schön. Eine neue Fähigkeit. Wunderbar. Oh, noch eine. Sehr schön. Und noch eine. Hey. Und Cousin kann nun als Freund mitgenommen werden. Neue Gegenstände in der Galerie. Berry Shop. Und es speichert. Gut. Hat's euch gefallen? Sehr gut. Dann abonniert uns doch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt doch einfach unter den gewissen Channel-Namen unsere Videos an. Da werdet ihr zu diesem entsprechenden Video, was ihr gerade seht, weitergeleitet. Also viel Spaß beim Angucken und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.